Muskat. Freitag. 20 Tonnen. Die Ernte von 566 Hektar Weinbergen will minutiös geplant sein. Muskat schon fertig. Es sah nicht danach aus. Das Wetter, Daniel. Immer wieder müssen die Planungen angepasst werden an die Launen der Natur. Aber darauf ist man bei Mondavi vorbereitet. Geerntet wird rund um die Uhr, am Tag und in der Nacht. Mexikanische Pflücker bei der Akkordarbeit, auch hier. Sie verdienen gut zwischen 12 und 19 Dollar die Stunde, je nachdem, wie schnell sie sind. Dennoch sind sie billige Arbeitskräfte im Vergleich zu denen in Europa, weil sie schneller sind. In Europa wird nicht im Akkord geerntet. Viele von ihnen arbeiten das ganze Jahr in den Weinbergen von Napa und Sonoma Valley. Aber zu deutlich niedrigeren Preisen. Erntezeit ist Goldgräberzeit für die Mexikaner. Been... 370 Weingüter gibt es in Napa, 250 in Sonoma Valley. Hier werden aber nur rund 10% des kalifornischen Weines hergestellt, die sogenannten Fine Wines. Der Massenwein kommt aus dem Central Valley. Dahin gehen wir später. 2 Milliarden Liter Wein werden in Kalifornien jährlich produziert. Der Export wächst seit 20 Jahren um 20% pro Jahr. Kalifornien ist der viertgrößte Weinerzeuger der Welt, nach Frankreich, Italien und Spanien. Saint-Denis in Burgund. Überschwängliche Freude. Sie haben die Weinernte geschafft. Die Freude beim traditionellen Ritual des Dankes hallt immer wieder durch den Ort. Romain Topneau gibt seine diesjährige Bestellung bei François Frère bei einem seiner Fassmacher auf. Wer in Kalifornien etwas auf sich hält, wer für seinen kalifornischen Pinot Noir im Burgund sein Vorbild sieht, der ordert auch französische Fässer aus französischer Eiche. Wie sie geröstet sein sollen, bestimmt der Winzer. Zurückhaltend oder intensiv, je nachdem, wie er den Geschmack seiner Trauben, seines Weins beeinflussen will. In diesem Jahr hätten wir die Fässer gerne in einer mittleren Stärke gebrannt. Der Fassboden sollte ausgespart werden. Ich meine, die Fässer für unseren Grand Cru. Das Holz sollte aus den Wäldern des Departements Allier kommen oder aus den Wäldern von Bertrange. Was die Fässer für den Premier Cru und unsere Appellation Village betrifft, so sollten sie etwas weniger stark gebrannt sein, wie für den Grand Cru. Jedenfalls so, dass der Holzgeschmack nie in den Vordergrund tritt oder den Fruchtgeschmack gar erschlägt.
Der Wein darf nie nach Holz oder nach Geröstetem schmecken. Die Aromen, das Fruchtige, dürfen nie überdeckt werden. Sie müssen durch das Holz geradezu herausgearbeitet werden. Für jede Lage, für jede Herkunftsbezeichnung ein unterschiedlich stark gebranntes Fass. Das hat im Hause Topno Tradition. Mit Eichenchips statt Eichenfässern zu arbeiten, käme Ihnen nicht in den Sinn, auch wenn es weitaus ökonomischer wäre. Grand Cru, Premier Cru. Die Lagen sind so unterschiedlich benannt, weil der Boden, das Terroir, so unterschiedlich ist. Der aber entscheidet über die Qualität des Weins. 800 Quadratmeter Grand Cru wechselten vor einiger Zeit den Besitzer für 1 Million Euro. Die Lagen sind kostbar und teuer, auch deshalb, weil sie nur begrenzt vorhanden sind. Die Weine sind kostbar und teuer, weil sie nach traditionellen Methoden hergestellt werden. Jahrhundertealtes kollektives Wissen, das geistige Eigentum von Generationen, fließt hier in den Wein. Geistiges Eigentum, das durch die geografische Herkunftsbezeichnung Burgunder international geschützt ist. Deshalb darf die geografische Herkunftsbezeichnung Burgunder nur für Weine aus dem Burgund verwendet werden. Nicht aber für Weine, die anderswo auf der Welt produziert werden. Was die schöne neue Weinwelt illegalerweise dennoch gerne tut, weil sie um den Mehrwert weiß, den sie mit der Herkunftsbezeichnung Burgunder schöpfen kann. Im Herzen Burgunds an der Côte de Nuits und an der Côte de Beaune hat die Familie Topno ihre Weinberge, die Domaine Topno-Merm mit 13 Hektar. 1,5 Hektar sind Grand Cru, das Beste und Teuerste, was man an Lage im Burgund haben kann. Deshalb werben sie auf ihrem Etikett mit der Herkunftsbezeichnung. In der 7. Generation stellen die Topnos ihren Wein her. Ein Familienbetrieb, der davon lebt, dass das Können und Wissen von einer Generation an die andere weitergereicht wird. So geschah es zwischen Jean Topno und seiner Tochter Virginie und seinem Sohn Romain. Auf dieses Wissen sind die Topnos stolz. Sie kultivieren es, setzen es um in Qualität, die sie sich bezahlen lassen. Die Topnos produzieren ein Luxusgut. Der Luxus liegt in der Reinheit des Produkts. Diese Trauben sind nie mit Chemie behandelt worden. Der Boden, auf dem sie wachsen, wird nicht künstlich, sondern nur biologisch gedüngt. Der Wein wird mit natürlichen Hefen vergoren, keine Zuchthefen, keine Enzyme, keine Aromen werden hinzugefügt und nichts wird dem Wein entzogen. Eine andere Art Wein zu machen, ist für die Topnos unvorstellbar. Darin sehen sie ihre Chance, auf dem Weltmarkt zu bestehen und den Giganten und Massenproduzenten zu trotzen.